Deutsch, oder? Geil, ja. Hallo. Hallo. Ich freue mich sehr, dass der Talk von Verena Kuni doch noch stattfindet heute. Sie war leider verhindert, am Donnerstag zu kommen. Deswegen machen wir das heute. Ich übergebe gerade an Verena. Kannst du dich selber kurz vorstellen? Ja. Klar, also als allererstes mal ganz vielen Dank erstmal fürs ANZEC und an Sabine Himmelsbach und vor allem Shusha für die Einladung hier nach Basel, der ich auch liebend gerne schon am Donnerstag gefolgt wäre. So war das ja eigentlich auch geplant, aber dann hat unsere Gewerkschaft der deutschen Lokführer das ja nicht wirklich wollen und naja, aber es hat sich ja glücklicherweise so umlegen lassen und deswegen unter etwas anderen Rahmenbedingungen. Also meine Entschuldigung gilt Andrea Sutter, dass ich ihre Installation jetzt einfach gemein missbrauche und zugleich muss ich mich bei euch und Ihnen, also nicht wirklich entschuldigen, aber einfach darum bitten, dass da einfach durch den Scheibenwischer dann irgendwie hindurch gesehen wird mit der Zeit. Aber das klappt ja vielleicht auch nochmal. Kann ja auch durch Leute hindurchsehen. Dann fangen wir doch einfach auch mal an, weil das war jetzt wirklich nur das Testbild, so gibt es Verzerrungen oder nicht. Eben, es soll einfach ein kleiner Vortrag mit ein paar bescheidenen Überlegungen dazu sein, wie funktioniert das denn eigentlich mit Critical Making. Making machen, schön und gut, das ist ja erstmal ein weites Feld und hier haben wir rundum fantastische Beispiele auch dafür, wie Critical Making in der Praxis funktionieren kann. Und so ein bisschen in die Richtung gehen meine Überlegungen eben auch, was könnte denn so eine Kultur des Critical Making sein? Und das Hintergrundbild, das habe ich, zuerst dachte ich, ich kann so eine Taschenversion mitbringen, das ist ungefähr das. Aber das Eigentliche, das kennen alle, oder? Da kann man auch prima Bastelsachen und auch Platinen irgendwie drin verpacken, aber auch Bücher und eigentlich alles. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so gut funktioniert mit dem Mikrofon. Ich glaube, das muss man halt eigentlich mit zwei Fingern machen, dann ist der Lustgewinn am größten. Nicht, man kann, kennen alle, oder? Ja, ich müsste es jetzt einfach so. Es will halt wunderbar. Vielen Dank für die. Ja, das leckt dann natürlich ein bisschen auf den Neid, weil das Akustische ist natürlich nur die halbe Miete. Die eigentliche ist ja dieses herrliche Gefühl, wenn man diese kleinen Bläschen zerdrückt. Und was hat das mit unserem Thema zu tun? Gute Frage, darauf komme ich später auch nochmals zurück. Aber erstmal ist das doch eine wunderbare, sehr einfache, vielleicht ökologisch ein bisschen schwierige, aber wir recyceln das ganze Jahr zum wievielten Mal dann gerade, durchaus vertretbare Angelegenheit. Ist aber nicht so, dass man das nicht auch ganz professionell herstellen und zum Verkauf feilbieten könnte. Das ist die japanische Variante dieses eigentlich, dieser kleinen DIY-Selbstbefriedigungs- und Lustmaschine. Pucci Pucci heißt das und ja, man sieht eigentlich, worauf es hinausläuft. Und das ist ein bisschen schon der erste Anknüpfungspunkt an das, was Critical Make ja auch in der Ausschreibung des Festivals gefragt hat. Wie kann man eigentlich ja kritisch anders arbeiten in einem System, was alles dann immer gleich auch ja, ökonomisch, kapitalistisch, stand es ja auch in der Ausschreibung drin, verwertet. Das geht eigentlich mit so ziemlich allem, ist klar. Wissen alle, was das ist? Da weiß jemand, was das ist? Ja, das sieht so lecker aus, aber wahrlich, der kleine Wurm rief, es ist ein Haar in meinem Dreck. Denn es ist eigentlich erst einmal das, was man da so sieht, das ist Erde. Und in der Erde ist noch was drin. Das ist eigentlich ein ganz, ganz einfaches Gerät zum selber bauen. Nennt sich Seedballs oder auch
Seed Bombs, was man damit machen kann. Also hier ist so die Zusammensetzung, das ist natürlich kein Molotow-Cocktail, aber an diesem ganzen Seed Ball, Seed Bomb ist das hier orientiert. Man mischt eigentlich Komposterde, ein bisschen torfhaltigere Erde zusammen mit Tonpulver. Das gibt, oder man kann einfach auch den Lehm, wenn man einen guten, wie zum Beispiel da, wo ich herkomme, so, da ist der Ackerboden gerne mal so lehmig, dass der Kompost irgendwie zu kurz kommt. Und das kann man in der Sonne trocknen lassen, hinterher Tee draus trinken, also ungefähr. Ja, also so Tonpulver, damit es klebt, und dann Samen, und das wird dann schön geformt und weggeworfen, und im nächsten Regenguss geht dann die Saat auf, die wir auch immer da drin. Also so ist jedenfalls die grobe Vorstellung, und hier haben wir eine schöne Anleitung, wie man mit dem Ding dann umgeht, und eigentlich auch eine, wo aus der sich ergibt, wie man es selber machen kann und formen kann. Eigentlich einfach, ne? Do it yourself, leicht gemacht. Aber natürlich ist es auch schön, wenn das andere für einen machen und man dieses subversive Gefühl zugleich mit so einer schönen Geschenkverpackung dann auch erwerben kann. Also tatsächlich sind die Seedballs, Seed Bombs, sind ein Ding aus dem sogenannten Guerilla Gardening. Ne? Man schmeißt sie irgendwo hin, nicht in den eigenen Garten, da braucht man sowas ja nicht. Und man hat das mittlerweile, also Dune Craft, Butterfly and Bird Mixture, das kann man in jedem Samenhandelskatalog. Also ich weiß nicht, wer da der große Handelsvertreter in der Schweiz wäre. In Deutschland wäre es zum Beispiel Gärtner Pötschke, die haben das im Sortiment genauso wie die Tulpenzwiebeln und die Maiglöckchen und was auch immer man in seinem gesitteten Garten. Ne? Also da kommt dann die Subversion im Packerl daher in unterschiedlichen Formen und Dekorationen, was ich jetzt gar nicht mit dabei hatte. Es gibt es auch als einzelne Seed Bombs in der Geschenkverpackung, ganz klein. Und auch ganz edel, da sind wir dann schon fast wieder bei den Trüffeln in einer Form, wie man sonst vielleicht so Seifenbällchen packt. Und was mir an der Packung besonders gut gefallen hat, Simply in Your Garden, da sind wir dann schon gar nicht mehr beim Guerilla Gardening, wo man durch die Stadt zieht und solche Bällchen auf andere Leute Grundstücke wirft oder auf die Brache nebenan, sondern tatsächlich in den eigenen Garten versenken soll, weil es ja wie nicht anders gehen könnte. Und let nature do the rest. Immerhin ist das so eine ganz entspannte Gartenphilosophie. Genau. Also das ist dann noch ein Schritt weiter. Das ist dann der Baukasten. Dann hat man da drin eben diese Erdmischung und auch die Samen. Und damit man wieder so ein bisschen näher rankommt an das Guerilla-Gärtner-Seedbomb-Bastelgefühl, kann man sie eben auch als eine Bastelpackung kaufen. Auch kaufen. Kurzum, also ich glaube, der Anknüpfungspunkt an die Frage, mindestens die Frage des Festivals, ist klar geworden, so funktioniert das. Man sich fragt, wie funktioniert das? Es gibt eine fantastische, auch irgendwie nette DIY-Idee und man kann sie eigentlich mit wenigen Handgriffen in etwas machen, was sich wirklich noch verkaufen lässt. Und das geht sogar mit Dreck und einem Sand drin. Aus der Critical Making-Perspektive könnte man natürlich auch sagen, okay, so funktioniert das also nicht mit dem Critical Making. Die subversive Seedbomb, der Seedball ist also längst auch so ein wohlstandsurbanes Gärtnern ist schick Ding zum Mitbringsel degradiert und wird dann auch noch hochpreisig erworben und hat gar nichts mit all dem zu tun, was man eigentlich, wenn man das selber macht, sich nämlich dann fragen muss, wie funktioniert es denn eigentlich mit der Erdmischung, damit der Same, den ich da drin habe, auch wirklich aufgeht? Samen haben ja ganz unterschiedliche Bedürfnisse an Ton, Leben zum Beispiel, Zusammensetzung. Oder sind die Samen, die ich da irgendwo hinwerfe, tun die der Umgebung da gut? Wie funktioniert das so mit dem Bio? Also all diese Fragen kommen da gar nicht irgendwie auf, sondern es sind eben die, wie kann ich es irgendwie nett zu einem witzigen Geschenk machen? Und das ist eben tatsächlich das, wie es funktioniert. Ne? Also am Ende bleibt dann sowas. Ne? Also Tee auf dem T-Shirt ist total schick und irgendwie hat das ja was, warum der Typ so sexy wirkt. Was war das doch gleich? Irgendwie da oben auf seiner Kappe sieht man eigentlich nicht wirklich mehr so einen Stern. Das geht dann irgendwie verloren. Hauptsache das T-Shirt verkauft sich gut und das ist ein Prozess,
über den sich auch schon viele kluge Menschen gute Gedanken gemacht haben. Eine Literaturempfehlung dazu ist im englischen Originaltitel, das sind kanadische Soziologen, The Rebel Cell, Why Culture Can't Be Jammed. Gibt es auch in deutscher Übersetzung von Joseph Heath und Andrew Potter, die eigentlich ganz gut beschreiben, wie das funktioniert, wenn man so diese gegenkulturelle Idee mit all dieser Subversion in seinen kleinen Seedball packt. Deswegen ist das Buch so empfehlenswert, die beschreiben das nicht resigniert, sondern sie beschreiben es entspannt. Und dieses entspannte Beschreiben, eine präzise Analyse zu liefern und ganz gut zu erklären, warum das so funktioniert, entspannt eben auch mit dem Bezug darauf, dass man sich verzweifelt fragt, wie komme ich hier raus aus dem System, irgendwie, wo ist die Ausgangstüre, das ist ja immer ganz schwierig und deswegen könnte man auch zunächst einmal fragen, ist das überhaupt die richtige Frage? Bringt es etwas, genau an dem Punkt aus dem System aussteigen zu wollen, wenn man zum Beispiel eine gute Idee verbreiten möchte, sagt man ja auch schon fast, ich mag die Idee verkaufen, die Idee verkauft sich gut. Und ne, ganz wie Peter Wichsel können wir es halt nicht immer sofort machen, dass wir den Tisch Bett nennen und das Bett Stuhl und dann erwarten irgendwie, dass andere das auch ganz toll finden. Vor dem Hintergrund, ich habe vor ein paar Jahren, abgesehen davon, dass davor noch was kam, was hier mit Dominik Landwehr auch vertreten ist, ein wunderbares Projekt, was viele Maker aus der Schweiz zusammengebracht hat, Homemade, eine Ausstellung in Frankfurt gemacht, in der genau Iris Rennert zum Beispiel ist hier auch mit ihren Solarobjekten und mit einem selbstgebauten Synthesizer, das ist glaube ich gewesen, dabei gewesen auch in dieser Ausstellung. Und die Revolution, um die es geht, ist vielleicht nicht immer eine, die notwendigerweise aus dem System, in dem wir hier relativ zufrieden und gut bestellt leben, herausführt. Und wir hatten halt, darum habe ich das jetzt nochmal hervorgezogen, auch versucht zu zeigen, an wie viele verschiedene Aspekte das Making überhaupt andockt. Und die Frage, was ist Critical Making, ist für jeden dieser Bereiche anders zu beantworten. Der klassische Nein, Stop und Something Completely Different der Gegenkulturen ist auch nur ein Aspekt. Die Frage nach dem Critical Making kann man aber natürlich umgekehrt für alle diese Bereiche berechtigt stellen. Wie funktioniert das? Also das Nein, das harte Nein ist eine Seite, die gar nicht die Vielfalt der Motivation von Making abdeckt, aber nichtsdestotrotz kann man ja fragen, wie funktioniert es dann? Wie könnte es funktionieren? Zum Beispiel vielleicht eher so. Erkennt das hier zufällig jemand sofort wieder, worum es sich hier handelt oder handeln könnte? Es ist schwierig, es ist ein statisches Bild, was möchte, dass wir es in Bewegung setzen, mindestens mal in Gedanken. Eine ungefähre Umsetzung, und das ist aber sozusagen die Mama des Objektarrangements, was wir eben gesehen haben, ist dieses hier, nämlich auch so ein, wie funktioniert das, einen einfachen Wecker zu bauen. Der Wecker ist ja so ein Klassiker im How-To, der interessierte Mensch öffnet die Uhr und stellt dann fest, shit, das ist eine Digitaluhr, ich verstehe jetzt überhaupt, oder ne, wie das mechanische Uhrwerk und versteht, wie das funktioniert. Und hier haben wir tatsächlich so eine Uhr, das ist ein Bild, was gelesen werden will, the early bird dort arrives and catches worm, denn der frühe Vogel will eben bekanntlich den Wurm fangen und wenn er den Wurm fängt, das sieht man dann hier, zupf, dann, jetzt hätte ich mal gesagt, pullt er den Trigger, wie heißt das nochmal, ich bin nicht so eine Waffenexpertin, den Abzug am Lauf, zack, wird gezogen, eine Kugel trifft hier den Ballon, F, weshalb er den Ziegelstein nicht länger halten kann, der dann die Flasche auf die Flasche fällt, die wiederum hier etwas in Gang setzt, was schließlich irgendwann dazu führen wird, dass der arme Schläfer, das ist Professor Lucifer Gorgonzola Butt,
der heißt halt so. Lucifer Gorgonzola Butt ist ein erfindungsreicher Professor und hat eben sich gedacht, irgendwie das mit dem Wecker klingeln, das macht mich immer rasend morgens, das wissen ja viele, wie schrecklich das ist von so einem harten, metallischen und nein, das Radio macht es nicht besser, wenn einem auf einmal jemand mit den Hits der Woche ins Ohr schreit. Das hier wird funktionieren. Ein einfacher Wecker, Simple Alarm Clock. Und das Entscheidende ist natürlich hier, dieses Moment ist simple. Das geht auch mit anderen Dingen, die man braucht, aber vielleicht gerade, ne, da ist neben dem Radiergummi, lag immer der Bleistiftspitzer, jetzt ist er weg. Ja, da ist man, geht man ja nicht einfach und kauft sich einen neuen, oder? Der findungsreiche Selbermacher baut sich eben so eine schöne Maschine. Und der Erfinder dieser fantastischen Maschinen ist nun mittelbar Professor Lucifer Gorgonzola Butt, sondern eigentlich Rube Goldberg. Der ist nämlich der Erfinder der gleichnamigen Rube Goldberg Machines, die wir eben, also von denen wir zwei, und es gibt wirklich viele und eine ist schöner als die andere, gesehen haben. Und das Prinzip dieser Rube Goldberg Machine versteckt sich. Es gibt diese Webseite, kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Hier, also schon verkürzt, auch Rube Goldberg, a comically involved, complicated invention, laboriously contrived to perform a simple operation. Also eine irgendwie so ein bisschen skurrile, kuriose Erfindung, die mit viel Mühe und Liebe und Sorgfalt zusammengebracht worden ist, um dann eigentlich eine relativ einfache Sache wie einen Wecker, also einen Weckvorgang zum Beispiel, auszulösen. Tja, das ist ein interessanter Gedanke, der erst einmal ganz fern von dem zu stehen scheint, was Critical Making heißt, was wir vielleicht eher mal mit Hacks normalerweise assoziieren würden. Die Definition von einem Hack, eine smarte, schnelle, vielleicht noch ein bisschen schmuddelige Lösung für eine komplizierte Aufgabe oder ein komplexes Problem. Dagegen gesetzt die Definition jetzt von Rube Goldberg bzw. Rube Goldberg Machine genau das Gegenteil. Eine komplizierte und technisch eigentlich viel zu aufwendige, völlig schräge Konstruktion und eine Gerätschaft, um eine ansonsten wirklich einfache Aufgabe zu erledigen. Nun, es dürfte kein Zufall sein, dass genau dieser Gedanke, der eigentlich so weit weg von dem smarten Hack ist, so einen großen, so erfolgreich ist, gerade auch in der Szene derer, die gerne basteln und die gerne elektronisch basteln. Es gibt weltweit und aber besonders mit langer Tradition auch am MIT Rube Goldberg Contest, da wird jedes Jahr ein Jahresthema ausgeschrieben und man muss dann halt wirklich daran arbeiten, diese sehr einfache Aufgabe, die da gestellt wird, möglichst komplex zu lösen. Es gibt auch eine riesige Szene, die diese Sachen baut, entwirft, animiert, und das sind jetzt einfach mal so zwei. Oben läuft Rube Goldberg versus Newton und unten ja eben eine kleine Animation, die auch einfach, naja, so mögliche Rube Goldberg Machines mit, die obere ist fast noch ein bisschen besser, weil hier sieht man, die erfüllt auch noch irgendwie so einen Zweck, das ist ja schon fast konservativ, die obere. Ich meine, so da passiert irgendwie weh, da schließt sich der Kreis, das hätte man sich gleich ganz sparen können, den ganzen Aufwand, also wie in jedem Fall. Und da ist es aber, wenn Sie jetzt diese beiden Animationen sehen, an wen denken Sie sofort? Hier in Basel, vielleicht auch mehr in Zürich, aber genau, 100 Punkte. Wenn wir jetzt so eine kleine Quizshow hätten, dann würden jetzt überall die Lichter blinken und das Geld wäre auch nicht bei der nächsten Frage verloren. Ich verspreche es, dass sozusagen, natürlich waren die Sachen von Rube Goldberg, sind so, Rube Goldberg, haben Sie ja gesehen, ist ein bisschen ältere Generation als Fischli und Weiß, aber wer deren Arbeiten insgesamt kennt, weiß, dass das Künstler waren, slash halb ja noch sind,
die wirklich da keine Schützenhilfe braucht, in Erfindungsreichtum solcher komplizierter und sehr erheiternder Installationen, einschließlich eben dieser ganz berühmten, da ist jetzt vor dem L ist mal gerade der Lauf der Dinge. Und das ist natürlich the way things go, ne? Das ist eigentlich genau das, was auch diese Philosophie nochmals unterstreicht, nach der wir ja von Anfang an gefragt haben, wie funktioniert das eigentlich, wie geht es, wie läuft es, wenn man es irgendwie anstößt, wohin läuft es? Läuft es darauf hinaus, dass eben jeder Seedball dann doch irgendwie als in Geschenkverpackung erworben wird? Und das ist natürlich auch Rube Goldberg hundertfach passiert und speziell jetzt bei diesem hier ist auch sehr deutlich der Lauf der Dinge in Anspruch genommen worden. Da wurde dann auch ein Prozess angestrengt, denn da handelte es sich mal nicht um eine künstlerische Installation, sondern um einen Werbefilm. Kork heißt der und weiß nicht, ob den der eine oder die andere kennt, der wird halt genau nach diesem Fischli-und-Weiß-Prinzip, was passiert dann, Maschinenprinzip, sehr lange, bis am Ende aber dann doch so ein eigentlich relativ langweiliger Kleinwagen, Mittelklassewagen, was auch immer, ich kenne mich mit Autos nicht so fürchterlich gut aus, vom Fließband quasi rollt. Und das ist eigentlich schon auch das Stichwort, denn auf der einen Seite, das vertritt munter dieser kleine Werbeclip, auf der anderen Seite, wie funktioniert denn so eine Fließbandproduktion? Die ist ja eigentlich doch eher auf Effizienz ausgerichtet und genau das Gegenteil vom Goldberg-Prinzip. Und so kann man sagen, unabhängig davon, dass denen dann natürlich auch der Prozess noch gemacht worden ist, wegen künstlerischem Copyright und mal irgendwie nicht mal Tantiemen auch nur andeutungsweise zahlen wollen freiwillig, so funktioniert das eben auch gar nicht. Also tatsächlich ist eigentlich in diesem sehr komplizierten Rube Goldberg / Fischli und Weiß Prinzip die Dinge mal extrem kompliziert laufen zu lassen, um was relativ Einfaches am Ende zu haben, ein völlig anderer Grundgedanke drin als in der fordistischen Fließbandproduktion. Und das ist vielleicht schon ein erster Hinweis darauf, wie es funktionieren könnte. Das könnte jetzt noch, das ist so ein Beispiel, das Rube Goldberg-Prinzip. Habe gedacht, ich könnte jetzt noch Tage darüber reden, damit wir es ein bisschen gebündelt bekommen, einfach mal an ein paar ausgewählten wenigen Beispielen, genauer gesagt, zwei weiteren nach der Rube Goldberg-Maschine. So könnte es eben auch funktionieren. Zum Beispiel mit einem Gerät wie diesem hier, das ist in dem Fall netterweise beschriftet und dafür gibt es, das gibt es in vielen Varianten und Variationen und das gibt es auch als Bausatz, das gab es schon früh, nämlich in den 1960er Jahren, auch kommerziell zu erwerben, obwohl die Grundidee der Useless Machine, was die macht, sieht man da, glaube ich, im Kleinen ganz gut. Ne? Wenn man sie anmacht, in Gang setzt, ist ihre einzige Funktion, sich wieder abzustellen. Und die Idee geht auf Marvin Minsky zurück, der in den Ende der 1950er Jahre einfach diesen Gedanken, er nannte das erstmal die Ultimate Machine, die ultimative Maschine, hatte und dann zusammen mit Claude Shannon, der eh ein alter Spielratz war und sich gerne mit nützlichen Gerätschaften, also die eben eigentlich genau an bestimmten anderen Nutzungszwecken ein wenig entgegensteuern, beschäftigt hat, wurde das dann in die Tat umgesetzt. Also die Ultimate Machine oder auch die nutzlose Maschine. Eine Maschine zu konstruieren mit aller Sorgfalt, die Maschinenbau verlangt, aber nur zu dem einen Zweck, dass die Maschine keinen Zweck erfüllt. Weiteres Beispiel, eigentlich ein Klassiker. Allerdings in der historischen Zeit, aus der das Bild stammt, noch mit, sag ich mal, den feuchten Träumen, damit wirklich Kapital zu schlagen, verknüpft. Und die werden auch mitunter in der alternativen Energie, also es gibt tatsächlich Leute, die träumen, die auch noch immer, ja, aber erkennt jemand auf den ersten Blick, was das ist? Jetzt es blinkt schon hier bei, ich glaube, den 10.000 Franken Marken links und rechts von mir.
Die 5000 haben wir jetzt schon gemacht mit Fischli und Weiß. Das nächste Stufe. Yay! Und schon, also ich hätte hier so gern Geld zu vergeben. Total super. Perpetuum mobile. Und das ist eben auch so etwas. Es kann kein Zufall sein. Es ist jetzt seit, ich habe guten 300 Jahren fast, ein bisschen weniger, ziemlich genau erwiesen, warum das mit dem Perpetuum mobile aber wirklich nicht funktionieren kann, nach den Erkenntnissen mindestens bislang. Und es bleibt ein Faszinosum. Es werden auch immer wieder Installationen gebaut, die zumindest fast wie ein Perpetuum mobile funktionieren, die sich also ein bisschen Energie geben, etwas hinzugeben, aber wir haben ja drüben auch Popular Mechanics hängen an der Wand, Popular Science, das ist bis heute aktuell. Und insofern, das Perpetuum mobile, die unmögliche Maschine, wäre mein zweiter Kategorie eigentlich des Objekts und zugleich eben auch der Denkmaschine, wie man vielleicht diesen Critical Make-Gedanken konsequent weiterverfolgen kann. Und das dritte Beispiel ist auch eines, was sich hier vielleicht schon ästhetisch irgendwie zeigt, was es ist, auch wenn es... es hat da oben einen Knopf und es hat da unten ein Display. Es ist in dem Fall eine künstlerische Arbeit, hat den schönen Namen Mercurio von Alfredo Girr und es zeigt hier, das Ziel ist Produktion. Ja, also eigentlich, deswegen ist ja die Useless Machine so fürchterlich nutzlos und die unmögliche Maschine so unmöglich, weil die eben eigentlich nicht produktiv sind. Eine Maschine sollte produktiv sein, das ist einfach der Grundgedanke einer Maschine. Das scheint das Ding ja hier zu erfüllen. Der Punkt ist, in dem Moment, wo man auf den roten Knopf drückt, kriegt man einfach eine völlig andere Ausgabe, als man erwarten würde. Und es wird natürlich nichts produziert. Da gibt es eine lange Geschichte von Vorläufern, zu denen ich auch die Apparate gerne zähle, die Georges de Lavoir, berühmt geworden als Heiler in Bezug auf die Radionik, wie er das genannt hat, der bezog sich da auf Albert Abrams, einen Mediziner der 1920er Jahre. Und das Ganze fällt so ein bisschen in das Genre Quark Medicine, nennt man das im Englischen, im amerikanischen Sprachraum. Also eben dessen, wo man ganz viel auf den Placebo-Effekt irgendwie hoffen muss. Das Tolle an diesen Boxen ist, sowohl Georges de Lavoir als auch Abrams haben wirklich sich viel Mühe gegeben, die zu bauen. Und die am besten funktionierende Maschine bestand, die hatte auch schon noch außen diese Knöpfe und Schalter, aber sie war innen definitiv ganz leer. Das ist jetzt noch eine historische von dem Abrams, der hat auch einen tollen Titel, Oszilloklast, aber das bezieht sich eben sehr viel mehr auf das, was man außen sieht und blinkt und leuchtet, denn innen war irgendwie so gut wie nichts. Und das ist genau dieses Prinzip eigentlich, nämlich jenes der Black Box. Und warum nenne ich die Black Box? Wir haben ja gerade eben Black Boxes gesehen, die im Fall von Georges de Lavoir und auch Abrams Heilerfolge sogar erzielt haben. Und zwar mit einem bewussten Input dessen, der sie benutzt hat und auch einem Output. Und auch also Black Boxes, weiß nicht, ob das die Black Box Grundlage allen bekannt ist. Das, was eine Black Box auszeichnet, ist eben, dass ich sage, das ist super, das Ding. Ich weiß nicht, was innen drin passiert. Was mich interessiert, ist das, was ich an Input machen muss und was am Ende dabei herauskommt. Das ist die Grundidee der Blackbox. Die entscheidende Frage, und das ist eben das DIY, ist, kann man eigentlich selber, für sich selber, eine Blackbox bauen? Das halte ich für eine wirkliche Aufgabe für Critical Maker. Sich zu überlegen, wie kann das funktionieren, dass ich eine Blackbox baue, die für mich selber funktioniert. Für andere, das geht immer, haben wir eben auch gesehen, das ist ganz wunderbar. Aber wie schaffe ich das, wenn ich es konstruiere? Mercurio ist verdammt nah dran, weil das Ding ist halt so programmiert, dass man auch als derjenige, der es gemacht hat, nicht weiß, welchen Output es konkret liefert, aber im weitesten Sinne würde das auch auf die anderen vorgestellten Modelle treffen und von daher sind diesen verdammt nah dran, aber das ist sicherlich auch eine großartige Aufgabe für Critical Making. Und um das nochmal
auf einer Ebene weiter zusammenzufassen, von den Prinzipien her. Was sind die Grundprinzipien, wo also ich eigentlich vorschlagen würde, das Critical Making? Das erste wäre, dass man einfach mal aufhört, im Ziel eben immer eine rastlose Produktivität und Effektivität zu haben. Etwas, was wir eigentlich normalerweise, und zwar auch, wenn wir in der freien Kulturszene arbeiten, wenn wir Künstlerinnen sind, Kulturschaffende, haben wir Produktivität und Effektivität in unserer 24-7-Woche aber ganz groß geschrieben normalerweise. Niemand von uns will irgendwie eigentlich so ineffektiv sein. Aber das wäre schon mal ein Vorschlag für den Grundgedanken. Das zweite, und hier kommt wieder meine kleine Folie zum Einsatz, ist schon ein bisschen noch dem vorgebaut, was wir dann bei den Goldberg-Prinzip haben, nämlich das Prinzip des Ready-Made, das ja nicht umsonst eigentlich auch schon seine eigene Produktivität auch in der Kunstgeschichte entwickelt hat. Ich weiß gar nicht, vielleicht war ich jetzt hier mal ein bisschen zu schnell. Ne? Zum Beispiel einfach zu überlegen, Phone-Headset, bevor ich mich jetzt hinsetze und den, ich will mir keinen kaufen, ich will einen machen. Dann kann ich erfindungsreich daran herumbasteln. Und da ist, wo in der Küchenschublade schon ein total klasse Telefon-Headset liegt, dann ist das vielleicht doch ein bisschen zu viel Aufwand. So viel Rube Goldberg muss ja dann doch nicht sein. Und ja, also Marcel Duchamp in Advance of a Broken Arm war da, glaube ich, auch ganz, ganz groß. Also mit Ready-Mades zu arbeiten, und das bedeutet natürlich nicht, dass man dann doch wieder ins Geschäft geht und sagt, das gibt es ja alles schon, was ich eigentlich erfinden möchte und brauche, aber sich so ein bisschen Gedanken darüber zu machen, was ist vorhanden zu handeln, wäre auch noch eine gute Idee. Und dann, da sind wir wieder bei der guten Blackbox, die ich mir hier, das wäre noch was für so eine Quizfrage. Ja, das ist die 15.000 Franken Frage. Nein, das hat man, ist noch leichter als alles andere, oder? Aus welchem durchaus bekannten Spielfilm, schon ein bisschen älter, Regisseur ist sehr bekannt. 2001, genau. Das sind irgendwie, das ist der Monolith. Ein echtes Kultobjekt. Und tatsächlich, also ich bin gar nicht diejenige, die das erfunden hat, dass der Monolith, das ist jetzt eine mit einem beliebten Game-Engine gefertigte Monolith-Version. Und worum es da eigentlich geht, und deswegen habe ich diese Frage nach dem, was ist eigentlich ein DIY einer Blackbox gestellt? Make do think. Also, dass man eigentlich beim Machen den Kopf doch sehr gut gebrauchen kann. Und zwar ist eigentlich auch ein interessanter Gedanke, ist, Dinge herzustellen, die Fragen aufwerfen, die einem selber total zum Nachdenken bringen, wo man eben nicht vorher weiß, was bei rauskommt, und andere erst recht. Das wären für mich ein paar Punkte vorschlagsweise. Müssen gar nicht alle damit einverstanden sein, aber vielleicht ja doch. die für Critical Making vielleicht entscheidend sein können oder eine gute Möglichkeit. Nun gut, jetzt waren wir, das ist ja das Dumme bei Vorträgen, ist ja immer, dass man sehr viel Theorie produzieren kann und dann einfach dazu Objekte zeigt. Aber wie funktioniert das jetzt eigentlich in der Praxis? Natürlich, das funktioniert prima. Ich habe ja, wie gesagt, nur ein paar wenige ausgewählte, zum Teil auch historische Beispiele gezeigt, einfach um zu zeigen, dass diese Idee des Critical Making auch wirklich eine lange Vorgeschichte hat. Unsere Frage von, wie produzieren wir eigentlich, warum wollen wir etwas machen und auch anders machen, ist gar nicht so neu. Aber in der alltäglichen Praxis ist sie zu Hause. Ne? Wie funktioniert das? Genau. Es ist, man kann das auch lernen, diese Prinzipien, und noch viel besser ist, man kann auch schauen und sich das von anderen auch ein bisschen beibringen lassen, mal deren Testobjekte, deren Beispiele sich anschauen. Und Instructables, ja, eine der Lieblingsseiten, wo man mal nachschaut, wenn man guckt, irgendwie hat jemand anderes schon eine ähnliche Idee gehabt, oder ich habe
etwas, das könnte so und so funktionieren, schaue ich mal, wie meine Teilschritte vielleicht gebastelt worden sind. Und natürlich gibt es Rube Goldberg Machines ohne Ende rauf und runter und auch in unterschiedlicher Komplexität. Useless Machines sind im Angebot und eigentlich auch, das Perpetuum mobile ist natürlich ein Spezialproblem, das zeigt sich auch sofort, wenn man das sucht, aber das hat jetzt in dem Fall nur was mit Kommunikation zu tun, weil im Amerikanischen der lateinische Ausdruck, den wir ja auch haben, nicht so viel verwendet wird, sondern Perpetual Motion Machine, da die korrekte Eingabe ist und schon sieht man jede Menge möglicher Bauideen, vielleicht zumindest für Teilschritte für ähnliche Projekte. Genau. Blackbox ist natürlich auch. Klar ist aber natürlich auch, dass es so nicht immer funktionieren kann und schon gar nicht, wenn man eben sagt, gut, ich will ja jetzt nicht die Blackbox nachbauen, die schon jemand gebaut hat. Es geht mir ein bisschen ums Prinzip. Vielleicht noch ein ganz einfaches Beispiel. So funktioniert es. Und zwar, das war vorhin auch mein Mikrotestwort, Marmelade. Marmelade oder hier Jam, Cultural Jamming, das war ja vorhin die Frage, lässt sich diese Rebellion, gibt es da so ein Jam oder nicht? Und in Bezug aufs Marmelade kochen, das hat ja ähnlich wie das Gärtnern, das Gemeinsame auch eigentlich gerade vor dem Hintergrund der Technologisierung wieder an Bedeutung gewonnen, dass man sich dann fragt, und wie hat Großmama eigentlich die Marmelade gemacht? Wäre das vielleicht auch noch nützliches Wissen, was ich mitnehmen kann? Zum einen und das, was bei Fallen Fruit, einem Projekt aus Los Angeles, aber es gibt hier auch vergleichbare, also in Deutschland zumindest, wo ich herkomme, gibt es auch ähnliche Projekte, wo es dann einfach auch darum geht, was ist sozusagen nicht in dem Fall die Wissensallmende, sondern die soziale Allmende an zur Verfügung stehenden Obstbäumen, die dann vielleicht einfach das Fallobst fallen lassen, niemand macht was draus, dann machen wir das doch zusammen in der Community, in der Gemeinde und macht einen Public Fruit Jam daraus. Also so einfache Sachen, schlichte Techniken irgendwie für sich und wiederentdecken kann ja auch schon mal ein guter Annäherungsweg sein. Es muss nicht immer gleich das super komplizierte Problem der DIY-Blackbox werden. Aber ich erzähle das natürlich eigentlich nicht wirklich, weil ich hier irgendwie so einen Kochlöffel brechen möchte fürs Marmelade einkochen. Ich mache das zum Beispiel auch eher selten. Das ist jetzt einfach nur so ein, da wartete ich, bis diese Seite endlich geladen hat, ist mir so klar geworden, wie sich Instructables eigentlich finanziert. Da gibt es ja auch also Community- und Vereinsbeitrag, aber also auf dieser Seite sind mittlerweile auch, ich glaube, so 120.000 Tracker, die alle Daten und Bewegungen abfressen, dass einem richtig schlecht werden kann, aber das ist ja nur so nebenbei. Kommen wir zu meiner Lieblings-, es ist eigentlich keine Marmelade, sondern so ein Chutney, das kann man zu Gemüse oder zu Fleisch, zu Couscous, zu allem Möglichen gut essen, nämlich Earwig Chutney. Wissen alle, was Earwigs sind? Nicht so wie Boysenberries, irgendwelche Beeren, die wir schlecht übersetzen können, sondern vielleicht erkennt man es jetzt ein bisschen besser. Es sind Arthropoden, das sind Insekten, das sind, die haben hier hinten so, bei uns nennt man sie Ohrenkrabbler. Ich weiß nicht, wie sie hier heißen. Ohrwürmer, Ohrenkrabbler, genau. Das sind die, die gehen, sitzen gerne in zusammengerollten Blättern, sind auch ganz harmlos und sie lassen sich eben auch leicht locken und fangen, indem man ein bisschen Obst auf dem Tisch liegen lässt, im Garten zum Beispiel. Und das ist also leckeres Earwig Chutney. Und es gibt da eben diese Anleitung bei Instructables und es gibt auch da ein Video ein eingebundenes über Earwig Chutney Probe. Und ich werde das jetzt nicht zum gemeinen Langeweilen irgendwie alles vorlesen, aber etwas, was in der DIY-Kultur ja eine große Rolle spielt und auch beim Critical Making, dass man sich fragt, warum macht man eigentlich Sachen selber, solche Projekte, warum entdeckt man Wissen für sich und das ist natürlich Techwin Turret, der macht eigentlich sonst Solaranlagen, erklärt hier sehr liebevoll, wie er überhaupt an dieses Rezept für das Ohrwurm-Chutney gekommen ist, nämlich als Guernsey von den Deutschen besetzt war, gegen die Nahrungsmittel wurden knapp, die Lieferungen, und die Großmutter wollte aber immer ein leckeres Essen auf den Tisch bringen. Und dann hat sie eben unter anderem auch dieses fantastische Rezept für
Ewig Chutney, in dem natürlich auch ein paar Beeren und so andere Sachen sind. Ne? Für ein Chutney ist nicht nur pure Ohrkrabbler und so weiter. Und also die Community hat darauf begeistert reagiert und alle haben dann auch sehr schnell reagiert im Sinne von, ja, ist erst auf den ersten Moment ein bisschen eklig, aber wir wissen ja aus Asien, da werden ja auch Insekten gerade und unter dem Nachhaltigkeitsaspekt ist ja tatsächlich so, also ich weiß nicht, ob das schon jemand mal probiert hat, also Mehlwürmer kann man frittieren und auch Heuschrecken und es schmeckt wirklich, es ist recht einfach und es schmeckt gut. Es gibt ganz andere Insekten im Angebot in vielen Kulturen, die das hocheiweißreich, eigentlich auch lecker und kein Grund zum Ekel, weil die in der Regel auch, also es sollten nicht unbedingt Schmeißfliegen sein, die können dann doch, aber in dem Moment, wo sie frittiert sind, eben auch nicht mehr, dann wird es ja wieder hygienisch. Anyway, also kurzum, es gab ein großes Echo und auch in Bezug auf die Küche, war klar, ne, da kamen dann solche Bilder auch ins Spiel, die gab es hier nicht auch schon mal, vielleicht hier im Hack auch mal so ein Workshop mit Insekten, vielleicht als es noch das Plugin war. Ich glaube, im Plugin gab es mal auch etwas, das ist schon lange, lange Jahre her. Aber eben, ne? Also sie schmecken. Also das kann ich wirklich selber bestätigen, auch wenn ich noch nicht in Asien alles probiert habe. Ich habe auch noch keinen Skorpion gegessen oder so. Und im Netz findet man auch mühelos genug ähnliche Rezepte und auch Leute, die immer wieder vorstellen, was sie neu für sich entdecken und das auch liebevollst illustrieren. Das ist aber nur ein Hintergrund. Der andere Hintergrund, weshalb auch, was man auch aus den Antworten lesen kann, ist eben diese Kriegsgeschichte. Und da kommen wir schon in einen Bereich rein, der in den letzten Jahren insgesamt in der DIY-Kultur schon eine Rolle gespielt hat. Der war zum Beispiel auch in unserer Ausstellung, hatten wir so eine Abteilung mit, was hat man in den Notzeiten, so aus Notsituationen heraus, an DIY gemacht. Selber gemacht ist zum Beispiel aus einem Wehrmachtshelm, hatten wir in der Ausstellung ein Sieb. Und umgebaute, also man kann ja viel irgendwie umnutzen oder auch Kriegsgut dann wieder in Friedenszeiten, ne, so ne, wie Schwerter zu Flugscharen. Der Punkt ist, die große Begeisterung, gerade in Großbritannien, das hat es in Deutschland nicht gegeben, in der Schweiz mutmaßlich auch nicht, in Großbritannien gab es eine Riesenbegeisterung für diese Nostalgie eigentlich, dass wie sind wir eigentlich durch den Krieg gekommen. Und es gibt unzählige Blogs, die dann eben auch genau das vertreten, was hier auch vertreten wird, Old Values in a Modern World. Und da sind wir, glaube ich, am ziemlich anderen Ende gelandet von Critical Making. Ouch, das ist vielleicht das Unleckerste, könnte man erstmal meinen, an dem Irwig Chutney. Und man fragt sich ja vor dem Hintergrund, also eingebunden in so einen gesellschaftlichen Komplex, wie lecker ist es dann noch? Ja, es ist das, was man vielleicht zuerst auch dort bei Instructables, aber irgendwie so komischerweise niemand gedacht hat. Es ist ein Prank. Es sind keine Irwigs im Irwig-Chutney drin. Und aber genau deshalb habe ich dieses Beispiel ausgewählt, weil genau deshalb hat er diese Anleitung auch auf Instructables gemacht, weil ihm das als Bastler und Selbermacher gehörig auf den Senkel gegangen ist, dass eben diese gerade in seinem Umfeld eben auch so diese Kriegszeiten-Nostalgie mit dem Selbermachen auf einmal verbunden wurde und überblendet wurde. Darauf bezieht er sich sehr präzise mit seiner, wenn man das mal so durchliest, mit der Geschichte eben von seiner Großmutter, die dieses Irwig Chutney. Und wenn man also diese Anleitung durchliest und das so ein bisschen weiterverfolgt, was macht er eigentlich? Und dann kommt man da drauf und hat eben tatsächlich Make Do Think eine ganze Menge drüber gelernt, was an Reflexion da einfach mitgehen kann und vielleicht auch sollte, wenn man sich mit dem Selbermachen weiterführend beschäftigen will. Genau, und Widerspruch wird gerne entgegengenommen. Ansonsten sollten das ja einfach nur so ein paar bescheidene Gedanken einer ebenso bescheidenen Bärin von mittelmäßigem bis geringem Verstand, um Harry Rowohl zu zitieren, sein, die, ja, mit denen man machen kann, was man will. Obwohl es sollte schon noch mehr Rube Goldberg Machines, Black Boxes, Useless Machines und ähnliche schöne Dinge geben. Perpetuum Mobiles nicht zu vergessen. Denn wer weiß, vielleicht schaffen wir mit denen die echte Energiewende. Ist ja nicht ausgeschlossen. Vielen Dank. Thank you.